Wir bleiben erstmal auf neutral, damit die Reifen auf Temperatur kommen. Und dann später auf schonen. Und hier muss man aufpassen, dass die Reifen halt nicht zu warm werden. Los geht's! Kein guter Start, aber Gott sei Dank so ein bisschen Blockade. Boah, Glück. Keiner von den anderen kleinen Fahrern hat Rainer so geholt. Könnte natürlich Probleme haben mit dem Speed, um hinterher zu kommen. Aber im Nachhinein dann, wenn die anderen dann in die Box kommen und sie noch einigermaßen an den Panthers dran ist, sollte sie die auf jeden Fall schlagen. Sie klebt sogar schon hinter dem anderen Panther. Uiuiui. So, motormäßig drehen wir runter. Ja, wir kommen ein bisschen weg von denen. Ich würde sagen, so ab Runde 4. So ein bisschen, sobald der Vorsprung auf die Hinterherfahrenden ein bisschen größer ist, können wir Reiners runterstellen. Also Zeit, finde ich, braucht man doch ein bisschen mehr Reifen als gewöhnlich. Jetzt hat sie 1,5 Sekunden Vorsprung. Sollte eigentlich reichen. Er kann ja so weiterfahren. Mehr als Platz 5 erwarte ich auch nicht eigentlich. Zeit diese Saison. Ja, wir laufen Panther so ein bisschen den Rang ab und das gefällt mir sehr gut. Und solange sie da hinterher dranbleiben kann, das ist. Wir schonen die Reifen und kommen trotzdem hinterher. Und die müssen in die Box. Bei ihr, großes Fragezeichen. 40 Runden sollen machbar sein. Wir schonen. Und irgendwann müsste eigentlich der Punkt erreicht sein, wo auch dieses Konservativ in Reifentemperatur nicht sinkt. Dafür ist wohnhaft immer noch zu gering. In der Mitte des Rennens dann in die Reifen wechseln, so in der 16. Runde. Schaut man natürlich, dass jetzt kein Safety Car kommt. Dann ist diese Strategie von ihr komplett hinüber. Ja, sowas funktioniert eigentlich wirklich nur, wenn man keinen Stopp macht. Wenn kein Safety kommt, dann funktioniert das mit dem Nullstopp. Wenn ein Safety kommt, dann haben wir Probleme. Und Sprit sparen wir auch so ein bisschen, so peu à peu. Der Vordermann fährt so ein bisschen weg. Aber okay, wie gesagt, der hat ungefähr einen 20 Sekunden Stopp. Wird danach seine Reifen etwas kaputt fahren. Wir haben ja schon. Ja. Viertel langsam haben wir hinter uns. Schon, also Inja, der Name ist seit heute ein bisschen nicht so gut. Inyala kommt da rein, aber doch einigermaßen gut mit eigentlich. Der eine Panther kommt, glaube ich, hier gerade ein bisschen näher wieder. In beiden Fall eigentlich zeitgleich. Oh, die Temperaturen in seinen Reifen sind langsam höher. Wie viel Reifen der schon? Ist ja der Hammer. Wir müssen aufpassen, weil wir müssen so lang fahren, dass wir eigentlich vor der großen Gruppe da hinten ab Platz 10 herauskommen. Das wäre sehr, sehr ratsam und wichtig. Die Hälfte haben wir eigentlich des ersten Stints von Jebel. Also sie verliert knapp eine Sekunde pro Runde. Also 14 bzw. 21 Sekunden Stand auf die vordere Ecke. Autsch. Ist eine ganze Menge. Aber wie gesagt, die ersten vier können davon hier Kreise ziehen. Vorerst. Nächste Saison. So vermutlich 6 Autos, die da vorne rumfahren. Letztes Mal, als ich den Titel geholt habe, da war es ja so, dass wir fast am größten als die Saison dominiert haben. Weil ja die ganzen Punkte abgezogen worden sind. Sie fährt echt hier ein Popel langweiliges Rennen. Sie kann mal ein bisschen mehr Gas geben. Also 73% ist ein bisschen viel. Bei einem Drittel jetzt. Vielleicht holt sie jetzt ein bisschen mal auf die Vorderleute, die jetzt auch lange fangen, die Reifen zu schonen. Bin ich mal gespannt. Ja, kommt ein bisschen etwas schneller.
So wieder zwei Runden ein bisschen Gas geben, dann wieder ein bisschen schonen. Ich muss ja nur ein kleines Fenster bleiben von ungefähr 5 Sekunden. Und war jetzt prompt 18 schneller. Genauso schnell wie ihr Teamkollege. Der so langsam seinen Reifen kaputt fährt. Aber sollte passen. Drittmäßig könnte es so irgendwann eng werden. Obwohl, wir hatten 2 Liter, wir haben 2,5 Liter, glaube ich, haben wir als runtergestellt haben. Und sie kommt wieder näher. Wird erst in der Boxengasse, wird aufgezogen wie Softreifen. Sie kann, die greifen schon, sie ist unter 2 Sekunden. Er muss noch 3 Runden fahren. Also 14, 15, 16. Ende der 16 kommt er rein. Er fährt ja nur kaputt, weil wir die Reifen nicht schonen. Man merkt auch, weil er ja trotzdem der Konkurrenz nach vorne fährt. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen auch reagieren. Auf dem Undercut. km/h. Alles klar. So, Gonzales schon auch die Reifen. Mahadi in der Box. Gill in der Box mit Reparaturschau. Oh, da ist sogar was möglich. Und steht lange. Steht sehr lange. Da ist die Frage. Das sind jetzt 12 Sekunden auf Reinders. So. Okay, wir kommen doch in der 16. Runde rein. Scheißegal, was ist. Dann kann er jetzt dann, so gesehen, ab jetzt richtig pushen. Eine Runde muss gehen. Und dann rein. Frische Supersofts. Wird sehr wahrscheinlich hinter, auf jeden Fall hinter die Teamkollegen fallen. Und Gill hinter die Teamkollegen hinter links fällt. Jetzt sind es nur noch 8 Sekunden. Das wird 4 Sekunden schneller. Okay, kann man jetzt schlecht sagen. So, Reiners zieht gerade weg. Und die fahren weiter. Das ist natürlich gut für uns. Auch der Panther kommt rein. Kommen beide Panther rein? Nein. Guter Stopp. Und sind relativ nah am Gill dran. Es sind nur 8 Sekunden auf die Teamkollegen. Das ist relativ wenig. Also sauen die Boxenjobs hier doch auch nicht so lange, wie ich dachte. Und sie fährt so 1,39er Zeiten. 1,37 fährt Gill. Okay, und der Fähigen kommt von hinten angerast und macht die Reifen direkt kaputt. Warum nicht? Kann er ruhig machen. Oder ist mit angefahren, rausgefahren. Kann nicht auch sein. Und Zahles wird immer noch auf den Reifen. Hardy in der Box. Wieder? Nee. Gill war in der Box. Ich hab doch halt sehen. Und sie ist vorbei. Oh, Gonzales hat richtig Zeit verloren. Auf 7 Sekunden. Wie sehen die Zeiten aus? 1,39,0, 1,38,3, 1,37,2. Und jetzt schon die Reifen. Wird in dem Moment wohl mutig langsamer sein als Medium. Alles klar, der kommt geht mal auf Medium jetzt schon. Oder gerade erst jetzt. Es sind nur noch 4 Sekunden zwischen den beiden. Ich, komm, ich gebe mal hier mal ein bisschen mehr Gas wieder. Wir müssen ja auf die Zeiten achten, weil er kommt näher, deutlich näher an die Teamkollegin. Wo ist die eigentlich da vorne? Ich hoffe, die Reifen halten. Also wir haben jetzt gerade mal 40% innerhalb von 20 Runden verbraucht. Hinter uns, was macht der? Der pusht gerade wieder. Und prompt fährt sie auch die gleichen Zeit wie der Teamkollege. Und Gill. Außenrum überholt ist so unlogisch. Warte eine Hangelkurve. So, wie sehen die Zeiten aus? 1,38,8, 1,38,3, 1,37,3. Ja, der pusht und schon, Safety Gas draußen.
Wir müssen ja wieso warten. Die Reifen würden von ihr vielleicht halten, aber dann schonen wir jetzt die Reifen bei ihr. Sie könnte so gegebenenfalls vor den Putters rauskommen. Wird eng. Was tut der Bug da rum? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, dass wir vor Fing reinkommen. Wird eng. Stopper, okay. Wir kommen knapp dahinter raus. Okay. Haben aber jetzt die besseren Reifen natürlich. Da bin ich mal gespannt. Natürlich sind jetzt alle wieder nah beieinander. Vorteil für uns, wir können natürlich jetzt den Sprit so gut schonen. Sollten aber nicht zu viel gleich vergeben, weil sonst haben wir am Ende keinen Sprit mehr. Mal schauen. Wir haben sogar jetzt die Chance, vielleicht vorne ranzugreifen. Ein Plus kommen wir auf jeden Fall. Ich glaube, ich gebe nur Halbgas. Halbgas und volle Reifen. Attacke. Die sind zwar dann vermutlich saumäßig schnell warm. Aber wir haben die Chance, auf jeden Fall da anzugreifen, genau wie Gil das jetzt macht. Ohne dass wir von den Panthers erwischt werden. Weil die müssen natürlich auch auf die Reifen. Alle machen das Gleiche, alle haben gleich eingestellt. Reinders ist dran an Ferrington. Kampf um Platz 5 hier. Ich glaube eher, dass Reinders näher dran ist, an Ferrington zu beholen, als Ferrington an Jewel, aber gleichzeitig Gonzales dran. Ah, meine Nase ist ein bisschen zu, das Weimar. Die Frage, ob das jetzt so halten wird. Jetzt ist aber immer wieder der Panther dran an Jewel. Jetzt ist sie wieder dran. Also ist immer so ein abschnittsmäßig, wie man fahren. Die ersten 8 waren einfach wieder eiskalt im kompletten Feld hier von. Muss natürlich aufpassen, sobald wir runterschalten müssen. Ich glaube, Ferrington kann nicht mehr so stark pushen. Hat er am Anfang zu stark gepusht. Also die Frage, ob wir auch. Uiuiui. Gonzales. Frage, wie lange mit dem Motor Gas geben. Oh, Ferrington muss schonen. Das heißt noch gar nichts. Wir kamen jetzt mal auch nicht an dem vorbei, an dem Windsor. Jetzt innen. Ah, schade. Ich merke gerade da etwas, aber ich will eigentlich hier auf den Kampf bleiben. Weil der Jewel macht da vorne richtig Druck auf die Vorderleute. Wenn Reiners vorbeifahren würde, dann hätte ich kein Problem, dann könnte ich da vorne schalten. Was macht Reiners da? Reiners mischt die Vorderleute auf Platz 4. Der hat echt einen Rosini geholt. Wow, gut. Gut, dass es keinen Safety-Car gibt. Kommt sie weg? Jawohl, sie kommt weg. Das heißt, wir können bei ihr den Sprit mal schonen. Die Frage, wie die weiterfahren, weil Gil sieht halt mit den Reifen her nicht so gut aus. Oh, der Heckflügel sieht auch nicht gut aus. So, wir fuhren mal motormäßig. Jetzt hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Gil hinter ihr gefällt, ey. Und da kommt sie auch noch angerast, alles klar. Taunton auf dem Vormarsch. Das haben uns richtig aufgehalten. Wir kommen ja gar nicht hinterher. Wir prügeln alles aus dem Reifen raus, was geht. Mit der Mitte hält er alle sehr stark auf mit seinen Mediums. Das wird das engste Ergebnis von allen überhaupt. Die ersten 6 innerhalb von 3 Sekunden. Muss ich auch Reifen schonen. Der will da wieder ein bisschen Gas geben. Vielleicht kommt er noch vorbei. Boah, oi, oi. Ja, wir sind vorbei auf Platz 3. Unglaublich. Ist da vielleicht noch mehr drin? Er versucht Gills noch. Aufpassen, Jebel. Da geht der Sieg doch an Faro.
Was für ein episches Finale, ey. 1,4 Sekunden unter den ersten 6. Autsch. Okay, ich habe eher auf ihr wieder geachtet. Ne? Ich werde bei ihr auch ein bisschen mehr Gas geben können jetzt. Aber 1,4 Sekunden zwischen den ersten 6, wann gab es das letzte Mal allgemein in der Motorsportwelt? Und wir haben ein Podium. Endlich. Mal wieder. Und das sogar... Ja, okay, das Safety Car hat mich natürlich geholfen, aber am Schluss war es selber rausgefahren. Jebel hat zwei Fahrzeuge im Rennen überholt, die eigentlich schneller sind. Warum waren die eigentlich immer so schnell? Entweder die Reifen geschont, weil ich habe am Ende nicht mehr drauf geachtet. Und der Wagen hat natürlich gehalten. Das muss man auch noch zugeben. Also, ich glaube, in der 28. Runde war der Heckflügel auf 22%. Jawohl, ein Podiumsplatz, ey. Dass wir das diese Saison noch erleben, hätte ich nicht erwartet eigentlich. Dafür fand ich eigentlich die Konkurrenz zu weit weg. Und der Jebel hat beide Nackenprobleme. Und es sind nur noch 2 Punkte zwischen den beiden. Da wäre immer noch die Frage, welches Team wird Jebel holen? Gerade vor allem, weil er so eine starke Leistung gerade zeigt. Ne? Also nicht, dass der am Ende unser Konkurrenz ist und dann uns um die Ohren fährt. Das würde ich auch, wenn es geht, gerne verhindern. Also, die Fahrerfrage ist, würde ich fast sagen, die schwierigste Frage für die nächste Saison. Auch er hat jetzt Nacken. Jetzt haben beide Nackenprobleme, ey. Das ist hart. Und er kriegt auf 9 pro Jahr, alles klar. Stufe 9 nur noch. 1000% hat er verloren. 98.000 kriegen wir. Das Team jubelt. Ja, damit wir haben 40 Punkte Vorsprung bei noch 3 Rennen. Wir haben Platz 3 sicher. Das steht ja schon seit einiger Zeit fest, aber jetzt ist es auf jeden Fall eindeutig. Ist eher die Frage dann noch, wer dann wirklich hier einen Unterschied macht. Weil Budeta, normalerweise war das ja früher so, dass bei Budeta zum Beispiel, wenn wir dann das beste Team waren, die halt 0 Punkte hatten, dann waren wir auch trotzdem vorne und nicht hier wie hier ganz hinten. Deswegen schwierig einzuschätzen. Doha ist die nächste Rennstrecke. Da ist stoppmäßig eigentlich... Kann man ein bisschen einen Stopp mehr machen sogar auf dieser Strecke. Also hier, die ist nicht so ganz. Also 0 Stopp ist hier langsamer als 1 Stopp. Definitiv. Das werden wir dann aber erst in der nächsten Folge sehen, wie wir uns da schlagen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. Bis dahin. Ciao.